Grahasana, eine schöne Sitzhaltung im Hocken. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die hockende Stellung, die Hocke mit Fußsohlen auf dem Boden. Von hier ausgehend bringst du die Unterarme unter den Kniekehlen hindurch, sodass die Ellbogen in den Kniekehlen bleiben. Dann fasst du mit den Händen an die Fußgelenke und dann senkst du das Becken wieder. Dabei kannst du zur Nasenspitze hinschauen, dadurch wirst du etwas ruhiger, oder du schaust zu dem Punkt zwischen den Augenbrauen, welches den Geist erhebt. Grahasana gehört zu den Stellungen, die im Hocken gemacht werden, gerade die Sri Tattva Nidhi ist voll von Stellungen, die auch im Hocken gemacht werden. Viele davon sind Stellungen, die du auch nutzen kannst für einen meditativen Gemütszustand. Grahasana entwickelt die Flexibilität in Fußgelenken, Kniegelenken und Hüften, ist eine gute Massage für die tiefen Bauchorgane und hilft so auch für die gute Verdauung, beugt auch Verstopfung vor, wie auch beugt auch Entzündungen im Darmbereich vor. Graha heißt sowohl ergreifen, man könnte sagen, es ist die Stellung, wo du deine Fußgelenke ergreifst. Graha heißt aber auch Planet, weshalb man diese Stellung auch Planetenstellung nennen kann. Ja, soweit zu Grahasana. Mehr Informationen über dieses und andere Asana auf wiki.yoga-vidya.de.